Hallo ihr Lieben, ich bin Swantje vom Schnittmusterlabel Yes Honey und ich nähe viel, meistens Jersey, und wer mich kennt, weiß, dass ich ein ganz großer Rollschneider-Fan bin. Ja, und deswegen möchte ich euch heute ein besonders scharfes Gerät vorstellen. Er nennt sich ergonomischer Rollschneider und wie ihr an den Farben sicher schon erkannt habt, er ist von Prim. Was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass er eine komplett neue Form hat. Also er ist viel runder und geschwungener, hat hier außen so gummierte Flächen, also fühlt sich relativ soft an, aber auch kompakt und liegt ganz gut in der Hand. Und was natürlich auch auffällt, ist der Sicherheitsaspekt. Also Prim hat auch wie beim Prim Lab schon einen großen Fokus hier auf Sicherheit gelegt, denn das Messer oder beziehungsweise die Klinge ist hier komplett im Rollschneider integriert. Genug erklärt, einfach mal machen, und das Schöne an einem Rollschneider ist ja, es geht alles immer so schön schnell, also genau das Richtige für mich. Und ja, was aber nochmal ein wichtiges Thema wäre, ist das Handling. Wie greife ich dieses Gerät eigentlich an? Und da ist es tatsächlich ganz cool, denn man hat mehrere Möglichkeiten. Also beispielsweise kann man ihn als Verlängerung des Arms nutzen, also dass man den Griff wirklich in die Hand legt und den Finger einmal oben auf den Rollschneider auflegt. Und dadurch hat man hier keinen Knick sozusagen im Handgelenk, sondern kann mit dem verlängerten Arm den Druck mehr nach vorne ausüben. Man kann aber auch natürlich den Griff seitlich nutzen und den Daumen oben auflegen, und dadurch hat man mehr Druck von oben, also bei festen Materialien oder welche, die sehr dick sind, oder wenn man hohe Lagen hat, kann man eben viel, viel mehr Druck von oben ausüben. Und wenn man das Werkzeug hier aus dem Griff nimmt, so auch hier seine Finger einlegen, wie bei einer Schneiderschere, und kann auch hier einmal nochmal mit der Aussparung, je nachdem, wie man sich gerade um das Schnittteil befindet, einfach die Hand unterschiedlich auflegen und wirklich verschiedene Positionen nutzen. Also eigentlich ganz cool. Ich finde, auch dadurch, dass das Messer ja mittig eingesetzt ist und man das Ganze rechts und links verwenden kann, also gleichermaßen auf beiden Seiten, hat es auf jeden Fall den Zusatz ergonomisch verdient, meiner Meinung nach. Bevor wir jetzt mit dem Rollschneider arbeiten, legen wir natürlich erstmal die Klinge frei. Schön einrasten lassen. Und dann für gerade Schnitte nutze ich immer Unterlegmatte, und also Schneidematte und das Patchwork-Lineal. Und in dem Fall habe ich den Druck immer auf dem Lineal und auf dem Stoff, denn da darf nichts verrutschen in meinem Fall, weil meine Klinge drücke ich immer so ein bisschen gegen die Kante vom Lineal, damit ich auf jeden Fall einen geraden Schnitt habe am Ende. So. Wem das aber eventuell zu kompliziert ist oder die Gefahr zu groß ist, dass man eventuell mit dem Lineal auch verrutschen kann, kann sich hier an dieser Rille orientieren, denn der Griff ist genau mittig hier zusammengesetzt und die Klinge mittig eingesetzt, und dementsprechend ist diese Rille hier auch die Mitte. Also auch das ist eine super Orientierung. Das gilt natürlich auch für Schnittmuster, die eine gerade Kante haben. Dieses Schnittmuster hat jetzt schon die Nahtzugabe inklusive. Und es ist ein Tonkarton, das heißt, auch hier habe ich jetzt wieder eine harte Kante, an der ich so die Klinge ein bisschen gegendrücken kann. Und bei nach außen liegenden Rundungen ist es eh kein Problem. Also auch hier ist der Rollschneider wirklich perfekt zum Schneiden. Ein bisschen problematischer wird es eher hier oben, das sind nämlich die engen Rundungen, die nach innen liegen. Und hier wird es ein bisschen schwierig, weil die Klinge einfach sehr breit ist und man schwierig um enge Rundungen rumkommt. Aber da gibt es einen kleinen Trick, den ich immer anwende, also einmal bis zu der Stelle schneiden, an der es dann ein bisschen enger wird, und ich merke, hier stockt es, und dann hebe ich einfach hier hinten den Schnitt so ein ganz kleines bisschen mit an der Kante, und dann komme ich nämlich auch ganz wunderbar hier einmal um die Rundung herum. An der Schulter ist es dann wieder kein Problem, und auch hier am Halsloch ist auch wieder eine kleinere, engere Rundung, aber auch hier kommt man ohne Probleme einmal um den Schnitt herum. Wenn man hier die Klinge übrigens mal tauschen möchte, weil sie stumpf geworden ist, oder wenn man vielleicht auch einfach eine andere einsetzen mag, dann ist das ganz cool gelöst, denn hier unten ist das Werkzeug im Griff integriert. Das heißt, ich kann einfach das Werkzeug hier rausdrücken und dann direkt die kleine Schraube lösen. Und dann ist es ganz einfach, man kann nämlich hier direkt den Klingenschutz angreifen und kann den kompletten vorderen Teil einmal hier rausnehmen aus dem Griff und hier das kleine Messer aus dem vorderen Bereich nehmen. Also ich habe niemals irgendwie die Berührung mit dem Messer. Und jetzt kann man zum Beispiel einfach diese gewellte Klinge hier benutzen und einsetzen und die einfach wieder auf das Gewinde drücken.
Ganze im vorderen Teil einsetzen und dann wieder mit der kleinen Schraube festdrehen. In dem Fall links Gewinde, damit es auf jeden Fall nicht beim Schneiden aufgeht oder sich irgendwie lösen kann. Und das Werkzeug, das setzt man sich dann wieder in den Griff ein. Huch, das ist ein bisschen Übungssache. So, aber es geht auf jeden Fall nicht verloren. Ich habe übrigens unterschiedliche Klingen auch unterschiedlich markiert, denn zum Beispiel mit der hier schneide ich Stoff und mit der hier schneide ich Papier und deswegen tausche ich dann immer den jeweiligen, also die Klinge mit Klingenschutz jeweils im Blister aus und weiß immer, welche Klinge ich wofür benutze. Also alles in allem ziemlich easy und wenn man wie bei einer guten Schneiderschere auch hier auf sein Werkzeug Acht gibt, also einfach auf die Klingen aufpasst und ja, das Ganze richtig sorgsam behandelt, dann hat man auch wirklich lange was davon. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal in die Infobox, da gibt es den Link und natürlich auch die passenden Produkte wie Schneidematte und Lineale und ein paar Zusatztipps. Und wenn euch das Video gefallen hat und der Daumen noch dran ist, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, immer schön vorsichtig bleiben. Hallo ihr Lieben, ich bin Svante vom Schnittlabel Yes Honey und normalerweise sitze ich an der Nähmaschine. Heute wird aber mal der Pinsel geschwungen.